Einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderschönen Menschen, und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir hier aus meiner Küche. Ich habe euch nämlich heute wieder ein Rezept mitgebracht, beziehungsweise Rezept. Ich traue mich fast gar nicht, es so zu nennen, weil es so einfach zubereitet ist, aber einfach so unglaublich lecker. Und zwar handelt es sich um mein geliebtes Rice Meal. Wenn es eine Mahlzeit gibt, die ihr die letzten Wochen immer in meiner Story gesehen habt, dann war es mein geliebtes Rice Meal. Wirklich, ich esse es jeden einzelnen Tag und ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, weil es jetzt ewig lange ausverkauft war, berechtigterweise. Und ihr es entsprechend nicht bestellen konntet und ihr mich immer wieder danach gefragt habt. Aber jetzt gibt es es gerade wieder. Also seid unbedingt schnell, klickt direkt auf den Link in meiner Infobox unten und schlagt unbedingt zu, probiert es aus. Es ist wirklich perfekt. Es ist super einfach gemacht. Es ist das perfekte Meal Prep. Also ich bereite mir das auch immer vor, lasse es über Nacht im Kühlschrank stehen und kann es dann am nächsten Tag genießen. Es ja, bedarf eigentlich kaum Zeit von der Vorbereitung. Man nimmt einfach das Rice Meal, gießt es mit Wasser auf, gibt dann etwas Proteinpulver dazu und anschließend kann man es einfach nach Belieben toppen. Man kann es entweder direkt warm genießen oder, wie ich es mache, über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Es ist wirklich perfekt. Es besteht zu 100% aus Rice Meal. Reismehl, sprich, es ist eine optimal verdaubare Kohlenhydratquelle. Mit dem Proteinpulver dazu hat man auch eine hochwertige Proteinquelle und je nachdem, wie man es toppt, ich auf jeden Fall mit Peanut Butter, hat man auch noch eine gesunde Fettquelle dazu. Dann gebe ich noch Beeren hinzu, die perfekten Antioxidantien. Und so hat man wirklich ein optimales Frühstück, ist perfekt vorbereitet für den Tag. Ich starte ja immer mit Cardio, das mache ich nüchtern. Anschließend gibt es immer Rice Meal und das ist, wie gesagt, super verdaulich, sodass ich dann ins Training gehen kann, ohne irgendwie ein extremes Völlegefühl, ohne davon beschwert zu sein. Sprich, man ist perfekt vorbereitet für sein Training. Man kann es auch optimal nach dem Training als Post-Workout-Mahlzeit essen. Also egal, wie man es in den Tag einbaut, es ist einfach immer perfekt. Und ich liebe, liebe, liebe es und deswegen muss ich es euch einfach vorstellen. Mit dem Code ANNI10 spart ihr übrigens auch 10% immer auf alles bei Big Zone. Also schaut da unbedingt vorbei. Und jetzt zeige ich euch, wie ich mein Rice Meal zubereite. Ich nehme 50 Gramm Rice Meal, dann gieße ich es mit 150 ml heißem Wasser auf, sprich in einem Verhältnis 1:3. Das ist für mich die perfekte Konsistenz, wenn ich es über Nacht im Kühlschrank stehen lasse. Dann vermixe ich das Ganze richtig schön mit einem Schneebesen, bis es eine homogene Masse ist. Dann nehme ich 25 Gramm Battle Whey, heute in der Geschmacksrichtung Vanille. Ich kann euch aber auch Milchreis, Zimt, Milch mit Honig, weiße Schoki, Erdnuss, eigentlich kann ich euch einfach jeden Geschmack empfehlen. Das Ganze mixe ich dann in einem kleinen Schluck Wasser an und gebe das dann mit in das Rice Meal, vermixe alles nochmal richtig schön und gebe es dann über Nacht in den Kühlschrank. So hat es für mich einfach die perfekte Konsistenz. Ich mag es, wie gesagt, lieber kalt als warm. Und am nächsten Tag sieht es dann so aus. Es ist eine richtig geile Konsistenz. Kann man das hier sehen? So, richtig schön hart. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich kann es nicht erwarten, das jetzt zu genießen. Da gebe ich jetzt noch meine gefrorenen Beeren drauf. Und natürlich Peanut Butter. Peanut Butter darf niemals fehlen. Hier mein absoluter Favorit, die Himalaya-Salz. Richtig, richtig, richtig geil mit dieser Salznote. Das gebe ich jetzt alles hier rauf und dann wird genossen. Schaut euch bitte an, wie gut es ausschaut. Oh mein Gott, ich kann es nicht erwarten, das jetzt zu essen. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall schmecken lassen und kann dir einfach nur empfehlen, dir das Rice Meal zuzulegen und es nachzumachen. Das ist wirklich so unglaublich lecker und super einfach gemacht. Ich, ja, werde das jetzt auf jeden Fall genießen und ja, freue mich auf dein Feedback. Lass mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns beim nächsten Video.